Moin Moin, privat meine Genossen. Ich bin der Waschenwurfer, willkommen zurück zu Let's Play Gran Turismo 6. So, ich bin hier noch bei der letzten, beim letzten Lizenztest der nationalen A-Lizenz und die habe ich gerade eben auf Gold gefahren. Und ja, das heißt, wir haben jetzt alle Lizenztests auf Gold und das müsste eigentlich ein neues Auto, ja, für uns sein. So, mal gucken. Jawohl, es gibt was. Oh, ein KTM X-Bow Street aus 2012. Und natürlich eine Trophäe Goldene National A Lizenz. Und nehmen den mal in Pearl Orange. Nice. So, wir bleiben in unserem jetzigen Auto. Das müsste noch genau die S2000 sein. So. Und jetzt geht's weiter in der A-Rennliga. Meisterschaft bei Nacht, würde ich sagen. Was darf ich hier fahren? 450 oder weniger? Was könnten wir hier fahren? Unser NSX können wir fahren. Ich sage, wir nehmen die mal. Aber wir ändern, gucken wir noch, was wir hier ändern können an der NSX. Natürlich Anpassungsteile. Es gibt ein Bodykit. Was gibt's denn schönes? Ah, bisschen verlängert. Können wir machen. Spoiler, wie sehen die aus? Ja, die sehen scheiße aus, das war klar. Könnte man machen. Da ist mir ein zu weit rausgegangen. Bzw. falsche Taste gedrückt. Okay. Felgen. Wie sieht das aus? Ein bisschen zu klein. Ah, vielleicht noch ein Stückchen größer. Oh ja. Dann gucken wir mal, was hier für Felgen drauf passen würde denn. Das wären eigentlich solche Ricer-Felgen. Aber die wären eigentlich echt geil. Die sehen wie alle Felgen geil aus. Oh. Auch nicht schlecht. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Vielleicht wieder ein paar TEs. Man kann sich echt hier schwer entscheiden, welche Felgen man drauf machen will, weil die alle richtig geil aussehen, ey. Fünf-Stern-Felgen würden eigentlich der NSX richtig gut passen. Also meine Schwächige würden eigentlich auch richtig gut gehen. Bei TEs nicht wirklich. Nehmen wir mal welche von ganz oben. Dupdidu. Ich möchte gerne die hier nehmen. Was doch die. Meine Fresse, ich kann mich echt nicht entscheiden. Meine Fresse, was? Die sehen scheiße aus. Sieht auch scheiße aus. Ich glaube, ich nehme doch eher die hier. Die Farbe schwarz oder in Silber. Ich glaube, wir nehmen die mit schwarz. So, endlich haben wir die Felgen. Boah, NSX sind auch richtig geil. Sehr, sehr geil. Jo, passt. Sehen gut aus. Anzeigen können wir auch noch einbauen. Ist ja ein Premium-Auto. Wie sieht das hier denn aus? Ja, die hocken da wieder auf dem Armaturenbrett drauf.
Jetzt wollte ich eigentlich nochmal überlegen, ob ich doch das kleine, das Bodykit hier drauf mache. Eigentlich sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Es passt dann irgendwie auch nicht mit dem Heck zusammen. Ach, wir lassen das so. Ist auch ein bisschen mehr Power. Wir können ja weiche Reifen am besten drauf machen. Sportweich dürften wir drauf machen, oder? Weil ich werde erstmal noch schnell höhenverstellbares Fahrwerk einbauen, weil der liegt mir ein bisschen zu hoch. Und natürlich noch ein paar Rennbremsen. Und jetzt gucke ich erstmal, welche Reifen ich drauf machen darf. Ich denke mal Sportweich. Sportweich, genau. Dann machen wir die auch drauf. Dann haben wir noch bessere Traktion und Grip. Und ich muss mal wieder ein paar Saisonsveranstaltungen hier fahren. Damit wäre ich schon recht gut dran. Oh. 5 Kilo, dies bringt 10 Kilo. Ein Punkt. Na, machen wir den mal leichter. Oh, was würde jetzt 2 bringen? Würde er noch mehr bringen? Ja, lassen wir mal 1 drin. Fenster leichter. Oder Fenster. Andere Fenster reinmachen. Antrieb. Getriebe lasse ich mal so. Da müssen wir eigentlich schon das 6-Gang drin haben. Kupplung. Carbon haben wir schon drin. Ja, das ist immer. Wir sind jetzt unter der 2-Millionen-Marke. Okay, das müsste eigentlich reichen. Jetzt können wir endlich mal wieder ein paar Rennen fahren hier. Nee, ich möchte den Wagen kurz noch mal kurz hier tiefer legen. Fahrzeugeinstellungen. Genau. Aufhängung. Bodenfreiheit. 80 mm und hinten 90. Machen wir vorne ein bisschen mehr. So. Müsste eigentlich passen. Aha, Getriebe. Kann ich einstellen. Ist eigentlich so ganz gut passen. Okay, das passt alles. Mal gucken, wie viel Power wir haben. Ja, aber man muss halt immer ein fucking KW sein. Ach, leg mich mal. So, komm, renn. Nein, das ist falsche Liga. So, Meisterschaft bei Nacht. Das muss eigentlich passen. Wir kriegen auch recht gut Geld. Was wird mit? Integra, Z4, TT. Los geht's. Mal wieder in Australien. Ich weiß immer noch nicht richtig, wie die Strecke heißt. So, den Scheiß noch hier einstellen. Das muss man natürlich für jedes Auto einzeln machen. Was fährt hier mit? Eine Camaro Concept? Audi A3? Ja, danke. Ja, okay, dann eben nicht. Und da kommen wir mit unserer Integra NSX, Herrgott. So, wir müssen eigentlich auch einen VTEC haben. Ist ja eine Acura. Acuras haben wir auch. VTEC sind ja eigentlich nur amerikanische Hondas. So. Davon ist der Audi. Da kann das Heck etwas. Er macht nicht zu, das ist sehr gut. Nämlich jetzt macht er zu, wenn ich an ihm vorbeigefahren bin. Oi. Das ist eine X8 vor uns. Aber schön, dass es jetzt direkt Nacht geworden ist. Da war ja vorher Sonnenuntergang, als wir gestartet sind.
Okay, das war ein nicht wirklich gewolltes Manöver. Ach, das ist eine Gun. Oder? Egal, das ist gar nicht. Das sieht sehr schreck aus der letzten Woche. Ist nur komisch, weil das jetzt ja auf einmal Nacht ist. Oh, eine schöne Stelle. Ja, vor uns. Boah. Scheiße. Weil die fucking NSX fährt sich schon ganz schön anders als die S2000. Irgendwie viel leichter auf dem Heck. Obwohl das ein Mittelmotor ist. Die Kurve, die hasse ich, ey. Okay, ist gut gegangen. Die ersten, die fahren da vorne weg, ey. Das dürfen wir nicht zulassen. Jawohl. Ein bisschen mehr Power für den Wagen. Gut tun. Ja, geil. Okay, gerade noch so gekriegt. Ich muss noch zwei überholen. Gib Gummi. Nächstes ist das ein schöner Stern mit da oben. Schon. Aber wir haben ja noch einige Runden Zeit, um die einzuholen und um die zu überholen. In den Kurven wird das Heck irgendwie ganz schön leicht. Das ist ein bisschen komisch. Das sollte kein Problem sein. Werden. Okay, wir kommen näher. Wir kommen ran. Davon ist schon der zweite. Ein bisschen die Kurve hier. Schneiden ohne RX-7. Schön hindurch. Oh, ich liebe solche Strecken. Diesen Streckenabschnitt, besser gesagt. So, und da vorne ist schon der erste. Keine Sorge, Junge, dich schnappe ich mir. De Lupo. Italiener. Wow, da kommt das Heck mal wieder und ich muss mal wieder bremsen. Das Auto ist irgendwie auch etwas unruhig auf der Bremse. Es ist auch gut, dass sich die Autos hier unterschiedlich verhalten. Das ist auch eigentlich so. Ist das auch eine NSX da vorne? Ich glaube, das ist echt eine NSX. Nur ist die Frage, ist das Honda oder Acura? Ist kein Honda ist das, natürlich. Aber kein Premium-Auto, das habe ich an den Rückleuchten gesehen, weil die waren nicht so gut aufgelöst. Das sieht man ganz gut, dass sie nicht so Bombe aufgelöst sind. Oh, wir ziehen uns mit Windschatten ran hier. Jawohl. Nice. So. Jetzt werden wir vorne und können das Rennen locker nach Hause fahren. Jawohl.
Jawohl. Sehr schön. Jetzt kommt wieder mein Lieblingsabschnitt. Warum verkacke ich die Kurve jetzt so oft? Oh, fuck. Geradeaus! Boah. Das war krass. War gerade noch mal so gut gegangen. So. Es ist gleich Mitternacht hier im Spiel. Genau, Mitternacht. Neues Wort erfinden hier. So, und bremsen. Und das Auto wird unruhig. So, noch eine Kurve. Haben wir dieses erste Rennen hier gewonnen. Jawohl. Und gewonnen. Wow, wie war. Ah, gerade drum ist, man macht immer wieder Spaß. Ah, der hat eine neuere Version gehabt. Okay. Gut. Am Anfang war es noch zack. Ich lasse mal wieder ein bisschen laufen. Ich speichere einfach gleich die Wiederholung ab. Dann kann ich das nachher machen, das mit dem Thumbnail. Oder gleich kommt ein gutes Bild. Also so oder so werde ich das speichern. Ja, komm. Na okay, dann speichert das eben. Muss ich hier nicht so lange rumsitzen. Unnötig lange. So, also sind wir wieder über die 2 Millionen Marke gekommen. Also speichere ich mir mal die Wiederholung. Jawohl. Und raus geht's und ab zum nächsten Rennen. Hoffentlich schaffen wir noch beide Rennen hier in dieser Folge. Müssen wir eigentlich auch. Ich habe ja nicht halbe Folge lang Auto ausgesucht und getunt. So, ab zurück zum Matterhorn. Mit der richtig fiesen Kurve. Wo ich hoffentlich nicht vergesse, dass das eine richtig fiese Kurve ist hinter so einem Hügel. Das wird jetzt auch hier, ja, spannend, sage ich mal, nachzufahren. Integra, irgendwas, ein Skyline Sedan, Golf 4, irgendein komisches Auto, Nord kenne ich nicht, ein TT Fair Lady und eine Silvia war da oben. Gut. Los geht's. Ich hab gesagt, los geht's. Okay. So, schon mal an der Integra vorbei. Was bist du? Du bist ein Volvo. Ja, Entschuldigung, du bist wieder zu dick, du zu breit, zum Panzer hier. Straßenpanzer. So. Jetzt wird schon dunkel. Ah. Nicht drin, nicht drin. Das war schon wieder knapp, ey. Du, Nissan oder was? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist auch egal. Wir haben ja ein Rennen zu fahren. Warum raume ich jetzt hier auf einmal jedes Auto einmal kurz? Weil ich
Alter, das Auto ist richtig unruhig, Mann. Komm weg von der Wand. Das ist die miese Kurve. Oh, den Golf erstmal aus dem Weg geschubst. Wieder die Wand geknutscht. Was bist du denn für ein Toyota? So. Gut. Vierter von 10. Läuft mehr oder weniger gut, obwohl es eigentlich nicht so gut laufen sollte, weil ich ganz schön viele Fehler gemacht habe. So, an der Felle die vorbei. Jawohl. Nur noch die Silvia. Dann haben wir fast 2 Runden freie Fahrt. Die Silvia will ich jetzt nicht unbedingt rammen. Ja, okay, habe ich doch gemacht. Ja, jetzt rammt die mich. Schon ganz anders, nachts zu fahren, ein Rennen zu fahren. Okay, im dritten bleiben. Oh, da kommt wieder das Heck. Die sind wir ja vorhin rausgeflogen. An der Strecke geflogen, meine ich. Wow, das ist auch ganz schön der Part. Oh! Oh Gott! Okay, haben wir verkackt. Ja, danke. Danke. Das habe ich auch verdient. Weil ich einen Fehler gemacht habe. Und Fehler müssen bestraft werden. Und aus Fehlern kann man eigentlich nur lernen. Das heißt, in der nächsten Runde sollten wir uns nicht drehen. Am besten nicht drehen. Oh Leute, das ist gar keine Linkskurve, verdammt. Irgendwie fälle ich nur auf dem Matterhorn hier rum, ey. Auch krass. Ja, wieder von der Strecke. Gut, letzte Runde. Gehen wir die mal ein bisschen langsamer an hier. So. Natürlich. Meine Fresse, echt, ich fäll nur hier rum auf dieser Strecke. Das ist echt komisch. Ist die Strecke irgendwie mit einem Fluch belegt oder irgend so ein Scheiß? Hier im dritten bleiben. Nicht das Heck kommen lassen, jawohl. Sehr gut, wir haben uns hier nicht gedreht. Aber wieder die Wand geknutscht. Jesus Christ. So. Warum? Den ersten. Ach, jetzt noch die letzten Kurve. Das sind 2 Kurven eher gesagt, weil hier noch eine ist. Jetzt noch durchs Ziel. Und du bist runter von der Strecke.
Jawohl. Gut. Es gibt immer ein gut Geld und Sterne. Und ich würde sagen, wir machen noch das letzte Rennen. Dann sind wir damit auch durch dieser Meisterschaft. Okay. Dann geht's jetzt ab in die Wüste. Also von Australien ab da in die Berge in Österreich oder wo auch immer das war oder und dann ab in die Wüste, ey. Das ist meine Reise. Ah, ein Russe fährt auch mit. Der direkt vor uns ist. So. Hoffentlich fällen wir hier auf der Strecke nicht so hart rum wie auf der letzten Strecke. Jawohl. Schön zwei Autos außen überholt. In der Kurve hier. Der ist verdammt dunkel, die Strecke. Und Infinity fährt auch mit. Oh, ein schönes Auto. So. Schon mal wieder Vierter. Oh, hier muss ich bremsen. Ein GTO. Ich wollte sagen ML2, aber es ist ein GTO. Oh, die Strecke ist verdammt dunkel. Liegt auch vielleicht daran, dass hier keine Laternen rumstehen oder so ein Scheiß, keine Streckenbeleuchtung vorhanden ist. Nein, das war schon zu früh gebremst. Aber das Auto ist schon wieder unstabil. Im Moment. Nicht in die Box. Das ist wahrscheinlich 22B hier rechts neben uns. Ich sehe gar nicht die Curbs, Alter, aus der Distanz da auf der, von der Start- und Zielgeraden. Meine Fresse. Gut, einen noch zum Überholen. Noch mehr als zwei Runden. Eigentlich noch. Oh. Oh, oh. Fuck. Okay. Alles okay. War nur Sand. Eigentlich möchte ich gerne den vor mir lassen. Damit ich weiß, wann ich bremsen muss und wo die Kurven hingehen. Langführen, meine ich. Also eigentlich, wow, kein Problem sein, wenn ich ganz vorne fahre, wenn jemand vor mir ist. Einfach am Straß, am Streckenrad hier orientieren, müsste schon funktionieren. Ich habe diesmal an der richtigen Stelle gebremst. Jawohl. Und geht ab in die letzte Runde. Okay, nice. Es läuft. Halbwegs rund. Ja, man sehe ich hier, wo die... Oh, fuck. Schauen wir hier die Stelle.
die Sagworte ist, ich kann immerhin erkennen, wo es lang geht. Dann flog die natürlich wieder von der Strecke. Perfektes Timing mal wieder. Oh fuck. Habe ich zu früh eingelenkt, meine Fresse. Ich fail auch heute nur rum. Zumindest hier im Spiel. So. Und ab auf die Start- und Zielgerade und durchdrücken. Gut, haben wir die Meisterschaft gewonnen. Sehr nice. Es ist schon hier recht früh dunkel geworden. Vielleicht gibt es hier ein anständiges Bild fürs Thumbnail. Ich hoffe es mal. Wow, was war das denn für eine Kameraperspektive? So, letztes Bild. Ja, okay. Ach, 1000 Kredits. Da ich stehe. So. Natürlich schreiben die jetzt was bei WhatsApp, aber das ist jetzt egal. So, kriegen wir vielleicht was? Vielleicht? Nein, aber wir haben wieder Missionsrennen und Kaffeepause. Freigeschaltet. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Gran Turismo 6. Das war Daniel.